Und da sind wir wieder zurück mit Lilly, die vor der falschen Wohnungstür steht. Warum sie das tut, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird sie. Wie geht's ihr? Ihr geht's gut. Was ist denn da los für Lilly? Lilly verreist ebenfalls. Ja, also wenn Eduardo dann nach Hause kommt, von den Damen keine zu Hause. Lilly reist zu Eric. Nee, alleine, natürlich alleine. Ja. Denn sie hat das jetzt bei Sam gesehen und das ist natürlich jetzt so ein, schon ein bisschen so ein Stich, ja, weil erst war sie mit Eric und Sam war eifersüchtig und ja, jetzt hat Sam mit Matt, ja, ich sag mal, Nägel mit Köpfen gemacht. Und Lilly ist ein bisschen traurig, dass Eric anscheinend nicht so wirklich darauf eingeht, auf ihre ganzen Anmachversuche und Versuche, ihn rumzukriegen. Ja, also die Mädels sind schon gegenseitig so ein bisschen in eine Art Konkurrenzkampf getreten, glaube ich. Und Eduardo, der kriegt das, glaube ich, auch gar nicht mit. Ja, Eduardo ist mehr so, ja, ich bin Eduardo, ich bin auch da. So, warte mal, Sam kann sich um sich selbst kümmern, ja. Komm rein. Hallo Schatz. Kompliment über Outfit. Tiefgründige Unterhaltung. Könnt ihr sich erstmal Hallo sagen vielleicht? Bewunderung ausdrucken. Ach, das ist das Hallo. Okay. Ja. Hör mal auf, hier überall rumzurennen. Freundlich. Mehr Auswahl. Kann man so ein Foto machen. Oh, Quapo. New beam. Gibbs. So, dann kannst du ein bisschen flirten. Du könntest ihm ja auch den Wohnungsschlüssel geben. Shiloh Amoeba? Theoretisch wäre das doch ganz gut. Gib ihm mal einen Wohnungsschlüssel. Wir sind, haben nur ein romantisches Interesse, okay? Dann Romantik. Gestehen sich angezogen zu fühlen. Was? Was? Dann gibst du ihm aber auch den Wohnungsschlüssel nicht. Gibbs, Mola Shoaib. Er ist beschämt. Bitte ihn mal um Bestätigung. Oh Gott, warum? Unsicherheit mitteilen. Was ist denn los? Mehr Auswahl, lustig. Erzähl mal einen Polizistenwitz. Wo will er denn jetzt hin? Wo willst du hin? Oh, na, das ist ja schief gelaufen. Lilly? In Büchern blättern. Geht er jetzt einfach pennen? Nee, er versteckt sich. Was ist denn da jetzt passiert? Also das lief ja nicht so gut. Sportkanal schauen. Gerade du. Kommst du wieder runter, Mann? Ja. Was möchtest du jetzt mit ihr machen? Mit Eric plaudern. Okay, alles klar. Er ist immer noch beschämt. Hoffentlich schmeißt er sie jetzt nicht raus. Was ist denn jetzt schiefgelaufen? Setz dich mit hin. Komm, ihr könnt ein bisschen nett quatschen. Cobbler. Cobbler Charbey. Lustig. Und jetzt über Affen erzählen. Du bist schon toll, aber ich bin trotzdem beschämt und wollte nicht, dass wir uns mögen. Eine tiefgründige Unterhaltung. Was? Können wir ihn jetzt eigentlich. Er ist immer noch beschämt. Also wir müssen, glaube ich, erstmal mit ihm befreundet sein. Das ist aber schon komisch.
Verwundung ausdrücken. Dass es bei Sam so super geklappt hat mit Matt. Und bei ihm hier, obwohl wir ja schon Interesse hatten, war es irgendwie nix. Wir können ja nochmal vorsichtig ein bisschen anflirten. Jetzt spielt der Computer. Das geht wieder. Das ist ein komischer Typ. Romantik. Frag ihn mal, ob er Single ist. Aber müsste er eigentlich. Wir haben ihn ja schon mal gefragt, ob er Single ist. Ja, Single. Warum hat denn er so negativ reagiert? Bitten in die Sterne zu gucken. Hör mal auf, jetzt Fernsehen zu gucken hier. Ich könnte ja ein bisschen in die Sterne gucken und dadurch... Ja, ist er dabei? Schön. Nee, hat zwar Hunger. Okay. Sam kommt schon klar. Lilly, wo rennt ihr hin zum Sterne gucken? Da? Okay. Hier. Können wir jetzt mit dem schmusen, wenn wir hier an die Sterne gucken? Nö. Warum nicht? Warum können wir das nicht? Können wir nicht mal rüberrutschen oder so? Aber jetzt baut sich zumindest erstmal die Freundschaft ein bisschen auf. Ich müsste überall aufstehen. Lustig. Romantik. Ich trau mich gar nicht mehr. Eduardo ist auch zu Hause. Oh, das war's schon? Moment, was hat Nels vor? Der ist echt ganz schön aktiv, ja? Vielleicht merkt er deswegen unsere Lilly nicht so. Kannst du mal eine neue Erfindung beschreiben? Vielleicht ist er jetzt auch inspiriert. Er ist auch inspiriert. Schön. Stell ihm jetzt mal eine schlüpfrige Frage. Also, das kann ja wohl nicht sein. Hast du Unterhosen mit Herzchen? Ja, hab ich. Willst du mal sehen? Oh. Zweiter dickes Gespräch. Die stehen jetzt nochmals angezogen zu fühlen. Mehr schief gehen kann es nicht. Banarla. Hä? Jetzt hat's geklappt. Einen Kuss hauchen. Nee, Lilly, nicht in Büchern blättern. Lilly. Du sollst ihm die Toilette benutzen. Wo will er hin? Ah, er geht wieder rein. Okay. Warte mal, Eric. Renn doch nicht immer weg. Mehr Auswahl. Romantik. Wir hauchen einen Kuss. Bleibt jetzt stehen? Nee. Na, Eric? Kannst du nicht so richtig entscheiden, ne? Wo du dich hinstellen sollst dafür. Ja, Lilly kommt. Ganz wagemutig. Na, siehste. Geht doch. Romantik. Kompliment über Aussehen. Oh, Romantik. Wir erleben jetzt hier auch mit Lilly unseren ersten Kuss. Bei ihm zu Hause. Na? Ja. Oh. Wie süß. Hey, willst du bei mir einziehen? Oder mit mir schlafen? Willst du mit mir schlafen? Ja, komm. Klar, wollen wir. Oh. Nicht? Amina! Doch. So, Lilly. Ja, Lilly hat bei Sam gelernt. Ja, hier wird nichts angebrannt, anbrennen gelassen. Hier wird sofort losgelegt. Die Mädels sind kleine Schlampen. Na, egal. Oh, vor allem mit den Schlafklamotten. Das ist unglaublich sexy. Ach. Aha. Oh, jetzt kam hier gerade ein Fuß. Habt ihr das gesehen? Glaub mal.
Da ist Lilis Kopf. Ja, zack, Fuß. Und zack, Fuß. Sie kriegt jedes Mal den Fuß ins Gesicht. Also es kann nicht gut gewesen sein. Zack, Fuß. Na, aber zufrieden sind sie. Bom. Okay. Tschüss, Eric. Nee, Lilly, du gehst bitte nach Hause. Du sagst ihm mal, kannst du ihm auch Wiedersehen sagen? Mehr Auswahl, freundlich. Mehr Auswahl. Mehr Auswahl. Mehr Auswahl. Mehr Auswahl. Nö, kann sie nicht. Jetzt beobachtet er sie beim Schlafen. Das ist ja creepy. Warum beobachtest du sie beim Schlafen? Also, irgendwas stimmt mit dir aber auch nicht. Ah, jetzt geht er. Lilly, hör mal bitte auf zu schlafen. Geh mal nach Hause. Wir schalten mal auf Eduardo um. Ja, wir machen hier einen kleinen Mix, ne? Also, die Mädels, die legen ganz schön los. Eduardo, der schaut ein bisschen in die Röhre. Aber egal. Also, ich glaube, Eduardo ist auch noch gar nicht bereit für sowas. Der ist ein kleiner sensibler Mann. Ein kleines Sensibelchen. Der möchte nicht unbedingt so einfach so überstürzt sich in irgendwas hinein retten. Das ist nicht seine Art. Und die Mädels, die haben halt ihren Spaß, ne? Eduardo räumt auf und kümmert sich um sie und den Spaß holen sie sich woanders. So sieht das nämlich aus. Aber das ist okay. Eduardo kann damit leben. So. Eduardo, was machst du? Du spielst bei... Sam ist zu Hause. Das finde ich gut. Sam, du kannst ruhig schlafen. Lilly, du kommst bitte auch nach Hause. Lilly, dir geht's nämlich nicht so gut. Du musst auf Toilette. Und dann kannst du dir was zu essen machen. Oder nehmen, besser gesagt. Du nimmst ja immer Macaroni mit Käse. Hier stinkt's überall. Ach, unglaublich, wie es hier stinkt. Na, Lilly hat es nur gespült. Na, na. Hm, da rein. Wie sieht's denn hier aus? Hätte aber einer von den beiden aufräumen können, ja. Na? Bettgrün? Ja, das geht's hier da nicht. So, Lilly nimmt sich jetzt was zu essen und setzt sich hier hin. Und Eduardo, du kannst dich mal dazu setzen. Hast du Hunger? Nee. Aber du kannst dich mal mit zu Lilly setzen, ja? Wir können ein bisschen quatschen. Du möchtest mit Eduardo rumalbern? Das ist gut. Das könnt ihr machen. So, mehr Auswahl, lustig. Jemand parodieren. Und Eduardo möchte mit Lilly rumalbern. Das ist ja lustig. Lustig. Willst du über Ingenieure erzählen? Oh, ist sie nicht Ingenieurin? Ist vielleicht... Na egal, zu spät. Wohnungsschlüssel geben, hast du doch gerade gemacht. Ich sie noch ein bisschen kennenlernen. Und, eine fesselnde Geschichte erzählen. Ich hatte gerade Sex. Es war wie eine Explosion. Ich habe gehört, dass an den Klippen gerade eine verrückte Party steigt. Sollen wir mal vorbeischauen? Nee, Lilly ist müde. Lilly fällt sonst wieder um. Ich wäre fast verhaftet worden. So laut waren wir. Habt ihr in dem Sarg miteinander geschlafen? Gute Idee. Das nächste Mal mache ich das. Hat er seine Zähne gezeigt? Nö. Aber der kann nicht in die Sonne gehen, das weißt du, ja? Der kann immer nur im Auto sitzen. Da hat er recht. So, ich gehe jetzt. Tschüss. Es war trotzdem toll. Was ist denn hier noch an? Nee, komm, mach's aus. Bevor die Nachbarn kommen. Okay.
Lilly, du kannst dann auch schlafen gehen. Und ich räume das weg. Ja, mach dir keinen Kopf. Lass ruhig stehen. Bin ja da. So, dann hatten unsere beiden Mädels jetzt beide Techtelmechtel. Ich bin ganz fasziniert davon. Wir werden auch nicht mehr so lange, denke ich, in dieser Wohnung leben. Ich denke, wie gesagt, die Mädels lassen nichts anbrennen. Gerade, also Lilly ist noch die ein bisschen vorsichtiger ist, aber Sam ist sehr, sehr unvorsichtig. Und wer weiß, vielleicht passiert ein kleiner Unfall mit Matt. Ja, so eine kleine ungewollte Sache, die drei dann meistern müssen. Mal schauen. Ich würde unglaublich gerne eigentlich mit einem Kind mitspielen. Warum hat ein Bako Yang jetzt immer so was Schickes an? Na, egal. Ich würde schon gerne ein Kind mit dazu nehmen. Sam. Aber irgendwie glaube ich, dass Sam nicht unbedingt die beste Mutter der Welt ist. Sam ist bestimmt eine coole Mama, aber... Ja. Sam ist... Ach, ich weiß nicht. Das kann eigentlich nur schief gehen. Wir werden sehen, was noch so passiert. Aber bis dahin verabschiede ich mich erstmal für heute. Bis zur nächsten Folge. Ciao, eure Phoenixa.